Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Einsteigerserie für Go-Interessierte und neue Go-Spieler und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Mein Name ist Franz-Josef Dickuth und in diesem Video geht es um Gebiete, das Auszählen von Partien. Dazu zeige ich nicht nur, wie versprochen, eine, nein, zwei. Zwei exemplarische Partien und es gibt noch ein paar kleine Übungen zum Abschluss. Eins, ein Apfel. Zwei, zwei Äpfel. Ja, zwei, zwei, zwei Äpfel. Ah, ist das nicht dein Spaß? Ist das nicht dein... Ja, ich habe hier gleich mal eine Beispielstellung, mit der ich zeigen will, was Gebiete eigentlich sind. Also Gebiete sind freie Gegenden bzw. Schnittpunkte, die vollständig durch Steine und Ketten einer Farbe von denen des anderen Spielers abgeschirmt sind. Also hier zum Beispiel in dieser Ecke hat Schwarz mit seinen 7 Steinen hier die freien Schnittpunkte in der Ecke abgeschirmt, sodass Weiß dann nicht mehr mit seiner Gruppe reinlaufen kann. Und wenn er irgendwie reinsetzen würde, würden diese Steine sehr wahrscheinlich gefangen. Aber das ist ein Thema eines späteren Videos, wann sowas vielleicht Sinn macht, nochmal reinzugehen und wann nicht. Und das sind jetzt hier 8 freie Schnittpunkte, also 8 Punkte Gebiet für Schwarz. Und hier sieht man auch schon, dass das in einigen Spielen nicht so gern gesehene Corner Camping auch im Go eine sehr sinnvolle Strategie ist, weil man eben zwei dieser Grenzen des Gebietes schon durch den Brettrand natürlich vorgegeben hat. Da muss man also keine eigenen Steine mehr investieren. Es ist also wesentlich effizienter, sein Gebiet in der Ecke zu machen. Wenn man sich die Stellung hier unten anguckt mit den 7 Steinen hier, auch wieder 7 Steine, sind das jetzt aber nur 5 Punkte. Also ist das die Stellung hier unten etwas weniger effizient als die da oben. Das heißt also möglichst ja, Rechtecke, die so Richtung Quadrat gehen, sind von der Effizienz der Steine her eigentlich schon etwas besser. Das hat auch hier der weiße Spieler mal vorgemacht mit seinen 7 Steinen in der rechten oberen Ecke. Da hat er nämlich 9 Punkte, also 3 mal 3 freie Schnittpunkte für sich abgesteckt. Also Corner Camping ist eben sehr effizient, wenn man sich das hier mal anguckt. Mit diesen vielen, vielen Steinen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Steinen, hat Weiß, weil er jetzt eben jede der Grenzen selber besetzen musste, also nicht wie hier der Rand schon quasi als Grenze vorgegeben war, hat er eben hier mit 13 Steinen es nur geschafft, 6 Punkte zu machen. Eigentlich 14 Steine, aber der eine Stein hier ist nicht nötig. Ob da jetzt ein Weißer liegt oder nicht, das ist hier alles eine Kette, die auch, wenn sie irgendwie in Gefahr käme, als Ganzes geschlagen werden müsste. Da wird der Stein hier auch nichts mehr dran ändern. Also die Ecken sind sehr günstig zum Gebiete machen, der Rand etwas weniger und die Mitte, da ist es halt sehr schwierig, ein Gebiet vollständig abzustecken. Ja, letztendlich können auch verlorene Steine des Gegners im Gebiet verbleiben, ohne dass man sie explizit fangen muss. Es muss eben nur klar sein, dass die Steine nicht mehr raus zu befreundeten Steinen sozusagen verbinden können oder eben alternativ vielleicht in dem Gebiet selber noch ein Gebiet erreichen könnten. Auf diese Problematik gehen wir aber auch etwas später ein. Das hat mit den Regeln nichts zu tun. Also wenn die Steine, die jetzt im Gebiet sind, theoretisch jederzeit gefangen werden könnten vom Gegner, also hier zum Beispiel, wenn ein schwarzer Stein hier wäre, braucht man den eben nicht vom Brett nehmen. Der zählt dann wie ein Stein, der im Prinzip schon gefangen ist. Also auch hier zum Beispiel, den Stein kann Schwarz natürlich jederzeit hier schlagen und dann ist er weg. Das muss er nur nicht unbedingt machen, weil wenn er jetzt hier drin ist und als ein Gefangener am Ende der Partie zählt, dann sind das eben 1, 2, 3, 4, 5 freie Schnittpunkte danach plus der eine Gefangene, also 6 Punkte. Vorher waren es 5. Wenn man es zumindest so schlau spielt, dass der Gegner antworten muss in seinem eigenen Gebiet, dann ändert sich in der Summe nichts. Dann bleibt es ja bei 5, ne? Also 1, 2, 3, 4 und nochmal ein Gefangener, also auch wieder 5 Punkte. Aber wenn Weiß dann immer wieder da reinsetzt, muss Schwarz nicht unbedingt da mitspielen. Er kann auch einfach sagen, ja, der hat doch keine Ziele mehr im Leben und macht auch kein Gebiet für sich alleine. Meine Gruppe kannst du auch nicht fangen. Also bleibt das mein Gebiet und das ist nochmal ein Gefangener zusätzlich. Also ein Geschlagener müsste man dann zur Unterscheidung sagen. Ein Gefangener und dann nochmal 1, 2, 3, 4 Punkte. Und hier oben ist im Prinzip das Gleiche. Wenn Weiß einen reinsetzt, dann sind es 9, solange Schwarz nicht antworten muss.
Zur Verdeutlichung der Gebiete, wie sie so entstehen im Laufe der Partie und wie dann am Ende ausgezählt wird, zeige ich dann jetzt mal eine Beispielpartie. Ja, schauen wir uns die Partie mal an. Auf dem leeren Brett fängt Schwarz an und setzt erstmal in die eine Ecke. Weiß nimmt die andere und so weiter. Jetzt sind erstmal so die Ecken schon mehr oder weniger abgesteckt. Wie am Anfang erwähnt, ist es ja etwas leichter, Gebiete in der Ecke zu beanspruchen und letztendlich auch zu machen, weil man die Ränder nicht mitbesetzen muss. Dann geht man da dazu über, ja, seine Einzelgebiete vielleicht oder seine Einzelsteine miteinander schon mal so locker zu verbinden, damit der Rand dann auch noch zu Gebiet wird. Und dann wird so ein bisschen an den Grenzen lang gespielt in einer relativ friedlichen Partie hier. Hier zum Beispiel will jetzt Schwarz dieses Gebiet so ein bisschen reduzieren, indem er von unten, also ganz am Rand, noch ein bisschen reinschiebt. Und Weiß deckt jetzt hier, weil diese Kette, diese drei Steine noch nicht mit dem Rest hier verbunden sind. Er würde natürlich gerne hier blocken, damit er hier etwas mehr Punkte für sich übrig behält. Aber Schwarz muss gar nicht mal hier decken. Er könnte auch hier direkt schneiden, was dann droht, wenn er dazu kommt, hier zu spielen, die vier Steine ganz zu schlagen. Und Weiß kann natürlich auch hier selber erstmal den einen Stein schlagen, aber das hilft ihm nur kurzfristig, weil dann kommt Schwarz wieder von hier. Und ja, egal was Weiß macht, ob er hier spielt, wird hier geschlagen. Oder ob er vielleicht hier spielt, wird in jedem Fall hier geschlagen. Und auch wenn er hier deckt, der Weiße, wird er eben komplett geschlagen. Und das hat Weiß hier gesehen. Deckt also erstmal seine Schwäche hier ab. Danach kann er dann hier blocken. Schwarz biegt dann auch da am oberen Rand um das weiße Gebiet etwas kleiner zu machen. Weiß geht davor direkt, weil hier kann Schwarz jetzt nicht irgendwie schneiden. Erstens würde er hier sofort selber gefangen. Und zum anderen kann Weiß hier auch direkt schlagen, ohne dass Schwarz danach irgendwie, so wie hier unten, die Möglichkeit hat, Rache zu üben. Schwarz deckt also hier, Weiß geht dann dahin. Blockt dann hier unten letztendlich, um das Gebiet abzudichten. Schwarz bindet jetzt diesen Stein hier an, weil wenn er das nicht getan hätte, hätte Weiß hier spielen können und den einen Stein geschlagen damit. Und dann spielt Weiß nochmal hier, weil sonst eventuell, wenn er nichts gemacht hätte, also gepasst hätte, dann hätte Schwarz hier hingehen können und das bedroht diesen einzelnen Stein. Dann müsste Weiß hier decken und da wäre dann ein freier Schnittpunkt verloren gegangen von seinem Gebiet. Deshalb setzt er jetzt hier hin und hat diesen einen Punkt noch als, ja, Gebietspunkt zusätzlich, den er eben ohne den Stein hier nicht hätte. Auch wenn er irgendwo anders zieht, dann würden natürlich hier seine Punkte weniger. Das macht also auch keinen Sinn. Das gilt jetzt auch hier für Schwarz. Es macht keinen Sinn, irgendwo zu spielen, weil dann freie Schnittpunkte besetzt werden. Man muss natürlich erstmal gucken, hier sind zwischen den einzelnen Ketten, also diese vier Steine sind eine Kette, diese fünf sind eine Kette. Da sind natürlich noch Möglichkeiten für den Gegner vielleicht zu schneiden. Aber wenn er das eben wirklich versucht, hier zum Beispiel, würde er einfach geschlagen. Und das gleiche für Schwarz, wenn er das hier versucht, würde er geschlagen. Wenn er das hier versucht, würde er geschlagen. Also solange er auch dann wirklich geschlagen werden muss, ändert das nichts an der Anzahl der Punkte, weil ein Gefangener geht dafür verloren, aber für den Gegner eben auch ein freier Schnittpunkt. Nur wenn der Gegner eben nicht unbedingt antworten muss, dann hat man dabei natürlich Minus gemacht. Ja, und auch hier geht nichts. Zwar kann der Stein nicht sofort geschlagen werden, aber er kommt auch nicht allzu weit. Irgendwann ist halt Ende und die Steine könnten geschlagen werden. Deswegen passt hier in dieser Situation erstmal Schwarz, glaube ich, war dran nach dem letzten weißen Zug hier. Und dann passt Weiß und dann wird die Partie ausgezählt. Und auszählen ist im Prinzip jetzt die freien Schnittpunkte zählen und dann gucken, wer mehr hat. Also wenn man jetzt online spielt, wird das natürlich von den Programmen erledigt. Aber man kann jetzt auf dem kleinen Brett die Sache auch noch relativ schnell einfach selber zählen. Das sind hier für Weiß, wenn das alles weiße Punkte sind, 2 mal 9, das ist ja ein 9 mal 9 Brett, macht 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Punkte. Und Schwarz hätte in dieser Partie auch hier 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Also hat hier Weiß mit einem Punkt gewonnen. 27 zu 26. Gefangenen gab es auf beiden Seiten in dieser Partie keine. Ja, und so funktioniert das. Jetzt habt ihr im Prinzip eine Go-Partie von vorne bis hinten gesehen und könnt das auch selber mal versuchen. Ich zeige noch eine zweite. Ja, gehen wir diese Partie auch mal im Schnelldurchlauf durch. Ähnlich wie in der ersten Partie. Erst die Ecken, dann so ein bisschen am Rand und dann so ein bisschen die Grenzen abstecken. Hier ist es jetzt so, dass Schwarz versucht hat, diese zwei Steine abzuschneiden. Aber auch der eine Stein hier ist abgeschnitten und Weiß ist jetzt in dieser Situation zuerst dran und kann diesen Stein schon auf Atari setzen. Mit dem nächsten Zug könnte er hier fangen. Jetzt ist die Frage, kann er hier rausziehen, der Schwarze? Ja, kann er, aber es bringt nichts, denn Weiß spielt dann wieder hier und die zwei Steine sind jetzt immer noch in Atari. Das heißt, die haben nur noch diese eine Freiheit hier. Schwarz könnte vielleicht hier spielen, aber dann werden die zwei gefangen. Und wenn er hier spielt, werden die drei gefangen. Darum sagt Schwarz sich schon in dieser Situation, okay, den kann ich nicht mehr retten. Dann spiele ich lieber direkt von hier. Und er muss jetzt hier den einen Stein schlagen, der Weiße. Und Schwarz ist weiterhin dran und kann auch hier wieder mal etwas versuchen. Also diese zwei Steine hier abzuschneiden. Dabei wird der eigene aber abgeschnitten. Und Weiß verhaftet den jetzt auch, damit da kein Unheil mehr geschieht. Also vielleicht doch noch Streit mit den Dreien hier anfängt und den am Ende sogar gewinnt. Ja, dann wie in der anderen Partie auch, am Rand ein bisschen umbiegen, im Zentrum ein bisschen hin und her drücken. Und letztlich ist die Partie jetzt schon so gut wie vorbei. Denn ja, Weiß hat hier sein Gebiet gesichert, Schwarz hat hier sein Gebiet gesichert. Zwischen den Gebieten sind jetzt eigentlich nur noch Sachen auszuspielen, die ja keinen Unterschied mehr machen, weil Schwarz kann nicht direkt hier hinsetzen und Weiß kann nicht direkt hier auf diesen Punkt gehen, weil er dann geschlagen würde. Aber Schwarz kann ja erstmal so tun, als würde er danach dann hier spielen wollen. Macht er dann auch, wenn das nicht verhindert wird, aber Weiß kann das ja verhindern mit diesem Zug, damit Schwarz nicht hier hingeht, um diesen Punkt hier zu vernichten. Da müsste Weiß dann nämlich decken, sonst würden diese zwei gefangen. Kann ich mal kurz zeigen hier. Wenn Weiß jetzt hier spielt, spielt Schwarz hier. Wenn Weiß dann irgendwo anders spielt oder passt, dann kann Schwarz hier schlagen. Weiß könnte zurückschlagen, aber dabei hat er ein Minus gemacht, denn jetzt muss er erstens hier immer noch decken und zweitens hat Schwarz in der Zwischenzeit ja zwei Steine gewonnen, während Weiß nur einen gewonnen hat. Aber wenn Weiß aufpasst, deckt er eben hier, dann bleibt das hier sein Punkt. Ja, hier ist im Prinzip komplett neutral, aber man setzt es noch normalerweise, damit es etwas übersichtlicher wird beim Auszählen. Das können wir dann jetzt auch mal machen, weil jetzt ist die Partie vorbei. Hier geht nirgendwo was mehr, also hier kann Weiß nicht irgendwo hinsetzen und schneiden. Das würde nicht funktionieren. Und das Gleiche gilt für Schwarz eben auch hier, da kann nicht wirklich getrennt werden, weil es sofort geschlagen würde. Und hier wäre die Partie jetzt wie ausgegangen? Wieder mal die 2 mal 9, also 18, 19, 20, 25 für Schwarz. Und Weiß hat hier auch 18 Punkte, 19, 20, 21, 22. Jetzt hier einen Gefangenen, also 23 und der Punkt darunter, 24. Und er hat während der Partie hier auch noch einen Stein geschlagen, also auch 25 Punkte. Das heißt, diese Partie wäre jetzt ein seltener, aber möglicher Fall eines Unentschiedens. Das nennt man mit dem japanischen Fachbegriff, die werden hier meistens benutzt in Europa, das nennt man dann Jigo, also ein Unentschieden, ein Gleichstand am Partieende. Dann hatte ich ja noch ein paar Übungen versprochen. Ja, und die erste Übung besteht darin, Gebiete zu zählen, in diesem Fall einzelne Gebiete, wie viele Punkte jeweils der Spieler in den Ecken A, B und C hat und dann Weiß hier in dem Gebiet bei D. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder einfach auch bis zum nächsten Video warten, wo ich dann die Auflösung zeige. Ja, und die letzte Übung für heute besteht darin, mir zu sagen, ob diese Partie schon zu Ende ist, ob Weiß oder Schwarz noch was machen müssen oder können. Zum Beispiel hier, ob Weiß hier nochmal decken muss, weil der einzelne Stein hier ja nicht mit der Kette hier zusammenhängt.
und wie die Partie dann eurer Meinung nach ausgeht. Wenn ihr das dann alles korrekt löst, dann wird eure Welt Kopf stehen. Das verspreche ich euch. Ja, im nächsten Video gibt es dann die Auflösung der Übungsaufgaben und es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod, ebenfalls mit einer weiteren Beispielpartie. Vergesst bitte nicht zu liken und schaut, ob ihr den Kanal auch schon abonniert habt, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Also bis dahin, macht's gut und ciao.